Hey, ihr schlüpfrigen Knastausbrecher, willkommen zurück zu Half-Life 2. Oh. So, wir sind mit Alex Hilfe soweit hier. Oh, entkommen. Aus dem Knast. Aber jetzt muss ich erstmal diese Gefahr hier umgehen. Da ist nämlich alles voller Strom da unten. Oh, hi. Weg mit dir. Oh, sehe ich da was? Ist das was? Na. Ah, Armbrustbolzen, sehr gut. So, mein liebes Geschütz, nehme ich mal mit, wenn es geht. Na komm. Was mir bisher sehr, sehr nützlich. Ach, scheiße. Komm jetzt. So. Oh nein. Was machst du denn? Oh nein. Es ist ins Wasser gefallen. Geht das noch? Ich hoffe, das ist nicht kaputt. So ein Dreck aber auch. Na komm. Na gut, jetzt habe ich es wenigstens mal hier hingezogen. Oh, da sehe ich doch Magnum. Ich und meine Magnum. Mist. Ich komme noch ran. Ich hoffe, ich komme noch ran. So, wir brauchen jetzt nämlich hier die Fässer. Oder irgendwas anderes, das uns trägt. Oh, da sind sie. Ach, Mist. Wo ist die Magnum jetzt hin? Da. Ah, ich hab sie. Geht doch. Und du bist auch noch fit. Ja, mein Geschütz geht noch. Mein kleines Geschütz. So, warte. Na toll. Ah! Bitte töte mich nicht. Ich bin lieb zu dir. So, warte. Ich brauch die Fässer hier. Oh nein! Ah, schön! Ja, ist ein bisschen tricky hier alles. Na, schießen darf man es nicht. Das wird immer ins Auge gehen. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Oh nein, 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 nein! Ja, Strom im Wasser ist immer schön. Strom im Wasser. Da wird man nicht nur nasser. Oh. So, Leute, das ist immer so eine Zitterpartie hier, das Durchklettern irgendwo. Hallo? Oh. Ich sehe da schon, dass ihr auf jeden Fall noch lebt, da hinten in der Ecke. Sehr gut. Oh, Leute, mir geht's gleich wieder richtig gut, glaube ich. Schönchen. Ja, erstmal schön, dass es euch gut geht, hoffe ich doch. Willkommen zurück natürlich und danke fürs Unterstützen. Ja, natürlich. Ah, natürlich. Die klappten Viecher hier, wie die alle noch leben natürlich. Nimm dich mal mit. Du bist mein Freund. Geschütze. Mein Freund geschützt sie. Oh Leute, ich kann nicht schon mal flüstern. Der nächste Abschnitt wird extrem ekelhaft. Oh, guck mal. Aber natürlich finden sie jetzt so ein bisschen Gefallen an diesen Geschützen da. Ich nicht wirklich. Diese Stellen, die sind echt anstrengend. Platz hier. Der Geschütz muss mit. Fein, fein. Aber wie gesagt, ich habe ja Geschütze dabei, das geht schon. Guck ich mal den Boden hier an, wie das aussieht. Oh nein. Oh. Ja, ja. Aua. Ja,
Hey. Was war das denn? Ich glaube, hier komme ich nicht so ganz dran an das Schweindall da oben. Nee. Ja, die muss man halt immer wieder dann ausrichten. Aha. Aha. So, warte mal, ich stelle es mal hier hin. Ich hoffe, hier ist das ganz cool und trifft irgendwas. Das könnte jetzt nämlich, wie gesagt, extrem eklig werden, diese Stelle. Oh, ich hasse es. Wenn ich das dran denke, hasse ich es schon so ein bisschen. Na gut, wünscht mir Glück, Leute. Wünscht mir Glück. Die kenne ich nämlich noch ziemlich gut, weil ich damals geflucht habe hier. Was ich damals hier geflucht habe, ihr glaubt es nicht. They come. Here comes Speed Racer. Oh, wird das widerlich. Hoffentlich kommt von hinten keiner übrigens. Aber irgendwie ist gerade sehr ruhig. Na, danke, dass du es sagst, Alex. Oh nein. Nicht umwerfen, bitte. Ja, wo denn? Oh, nochmal Magnum, sehr schön. Ich weiß auch nicht, von wo die jetzt überall kommen. Au! Musst du mir nicht sagen, Alex? Oh, Manhax, der ist ja schon. Oh nein. Komm schon.
ich mach mal alles dicht hier. Meine Fresse, haben wir es jetzt? Leute, ich hasse diesen Abschnitt. Abgöttisch hasse ich ihn. Und ich habe sogar noch was übrig gelassen hier. Cool. Alex, bitte! Ah! Wow. Medical systems engaged. Morphine administered. Alex, please. Oh, da kommt sie. Oh. Sorry, it takes a long time. Looks like you can use some help. Yeah. Now let's track down Nox. Macht nichts, Alex. Wir haben es ja geschafft. Also. Ich hab's geschafft mit Hilfe der Geschütze. Guck mal, ich hätte mich auch hier reinsetzen können. Aber ich glaube, da hat mich eine Granate schon gekillt da drin. Da wäre ich nicht rausgekommen. Boah, ich finde das leider ein bisschen ätzend hier. Ja. Du hast halt. Du bist null drauf vorbereitet. Ja, gut, vielleicht ist man schon drauf vorbereitet. Aber dann kommen die halt so schnell und so viele. Also auf dem Schwierigkeitsgrad ist es. Ja, schon ein bisschen anstrengend gewesen jetzt. So. Oh mein Gott. Soll ich mir da so eins mitnehmen? Ja, komm, ich glaube, das war's jetzt mit den Geschützen hier. Wir haben ja Alex dabei, die macht das schon. Aber meine Fresse, war das doof. Ich glaube, man kann auch sagen, das ist die schlimmste, schlimmste Stelle im Spiel. Was das jetzt? Oder wollt ihr noch mehr? Come on. Ja, so, alle fertig gemacht. Das war jetzt aber auch ein ganzer arschvoller Combine, muss man sagen. Great, another security station. All right, Austin, where are you? Ha. Founder. Die Mistkuh. Ha, got you now. Uh-oh. Well, come on, Gordon. We don't want to keep her waiting. Ah, schon wieder Combine. Ganz doll viele. Mossman! Vorsicht! Let me seal this door. Hey Judith! No turning back now. There she is. Leave it talking to me, Gordon. We may need her to get out of here. Ist ja nicht so, als würde ich jemals reden hier, oder? Hello? Oh, thank God, someone. Alex? Gordon, how did you get in here? We know all about you and Breen. What? You've been a spy for the Combine the whole time. What are you talking about? Damn it! Move back, Mossman. We're coming in. Alex, whatever you may think, I assure you, I have worked to protect your father. Shut up and be glad you're still some use to us. We're going to reconfigure this teleport and get the hell out of here. You see, we're working to the same end. I've already reprogrammed the modulator to emulate a Zen relay. That's my father's work you stole. It's my work, too. And I had to prove to Dr. Breen that your father would be the most valuable member of any research effort going forward. Enough of your bullshit!
Look, Gordon, there's my dad. I'm going to bring him in. You found Eli? No thanks to you. Just enter the coordinates for Dr. Kleiner's lab and let's get moving. But we need access to the teleport platform and we're locked out. I'll take care of that. Let's get going. Doofe Kuh. Ich meine, sie wollte wirklich nur Eli beschützen, da zu Recht, ja, aber. Och nö, hier sind ja noch mehr Geschütze. You free? Not exactly. Eli! I was so worried about you. The coordinates, Dr. Mossman. So, this is the Combine portal. It's smaller than I imagined. Hurry up, Mossman! Dr. Kleiner! Yes, Alex. Where are you? We're in Nova Prospect, and we're running the Zen emulation for the first time. Are you ready for us? Ready, willing, and fully enabled. Good. We'll send my dad through first. He's in position for... What's that? Hold on, gotta bring this back down. Nicht schon wieder. No, stop! What are you doing? Oh, du blöde Kuh. I'm sorry, Alex. It's the only no. way. Get back! What's going on, Dad? Alex? Judas! No. What's happening? Ach, na dann. Nee. Doof, doof, doof. Die blöde Judith. Arschman. Komm, dann mach, Alex. Mach schon. Es wird nicht leichter hier, das weißt du. Okay, gut, dass du nichts tust, aber du bist schon halb durch. Das ist fein. Mach mal weiter so. Was brutzelt da so immer intensiver? Irgendwie kommt jetzt auch nichts mehr. Das ist gar nicht schlecht, finde ich. Oh. Oh, das ist das, was brutzelt. Ja, aber irgendwie kommt gerade nichts mehr. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ah, komm.
Ja. Einer noch, komm. Das Witzige ist, das müssen wir auch im Spiel machen mit Alex. Also, in Half-Life Alex muss man genau dasselbe machen. Na komm, zwei noch. Ich wette, da wartet jetzt irgendwo einer hinter dem Tor und kommt nicht durch. Deswegen ist das Event jetzt gestoppt. Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Komm, Alex. Fertig! Ja! Die Geschütztürme haben sie fertig gemacht. Oh, Alex. Hoffentlich verschmelzen wir nicht zu einem komischen Gordon-Alex-Wesen. My God, we made it. Ja, wir sind wieder zurück, aber... Where's Dr. Kleiner? Das haben wir jetzt erreicht. Im Prinzip nichts. Alex? Gordon? My God, how did you get here? And when? What's wrong? My dear, I had given up hope of ever seeing you again. I was afraid we might... I think the teleport exploded just as we were porting out. Indeed, it did. And the repercussions were felt far and wide, but... That was over a week ago. What do you mean? Gordon and I were just there a minute ago. Fascinating. We seem to have developed a very slow teleport. This suggests an entirely new line of investigation. Oha. Eine Woche? Then what have we missed? A great deal, my dear. The blow you struck at Nova Prospect was taken as a signal to begin the uprising. But what about my father? Well, that is most troubling. According to the Vortigaunts, he is a prisoner at the Citadel. We've got to get my father out. Barney has been leading a push with that very aim in mind. Eine Woche. Another of your friends arrived several days ago. Dog, you made it! Ja! So, there, you see? It's not all hopeless. I wish I shared your optimism, Doctor. Doc, come in. Are you there? Hey, Doc, are you there? Yes, Barney. And I'm no longer alone. Alex and Gordon have just arrived. Well, man, that's good news. I almost gave you guys up for lost. We're planning to set up a staging area for attack in the Citadel. Gordon and Doc can head your way. I want to get Dr. Kleiner somewhere safer. Then I'll meet up with you. I'll take all the help I can get. Aw, crap! Incoming! Go on, get going! Okay, Gordon, you heard him. I'll catch up with you as soon as I get Dr. Kleiner settled. Just a minute. I can't leave without Lamar. Oh, no. Where did she get to? Oh, die arme Lamar. Gordon, take care of this. Oh, Doc. Ich zieh los mit Doc. Jetzt wird's super. Gordon, take care of yourself out there. Dr. Kleiner, there's really no time. Gut, Leute, aber ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Dann geht's zum Angriff auf die Zitadelle über, würde ich mal behaupten, mit Doc gemeinsam. Und das wird auf jeden Fall eine Gaudi. Ich freue mich drauf. Danke fürs Zusehen. Es wird mir eine Freude, wenn ihr liked und kommentiert. Und bis dann mit Half-Life 2. Ciao.